Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute mal wieder Jurassic World Evolution. So, ich wollte eigentlich schon längst auf der anderen Insel sein, aber ich kam immer noch ein, zwei Missionen. Nämlich folgendes, um den Ruf zu steigern, muss man Missionen machen, auch wenn man quasi, sage ich mal, die Hauptmission schon hat. Auf dieser Insel habe ich sie zwar noch nicht. Aber ich fahre mir jetzt einfach nur die Mission ab und die Mission, diese Standardmission wiederholen sich. Die besondere Missionen, die sind gut, auch interessant, machen Spaß. Aber halt diese ganz normalen Aufträge hier, die sind einfach, ja, macht man, um das halt abzuarbeiten, um halt hier diese Schlösser zu öffnen. Dann gibt es halt neue Skins oder neue Verbesserung für irgendwelche Gebäude oder sogar neue Gebäude. Und das mache ich gerade. Ich glaube, letztes Mal habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich glaube, das Restaurant ist hier noch neu. Das habe ich mir dadurch ein bisschen freigeschaltet. Auf der ersten Insel müsste ich das auch noch quasi machen. Ja, aber von der ersten Insel hatte ich dann keine Lust mehr. Dann bin ich auf diese Insel erstmal wieder zurückgegangen und eingehende Übertragung. Ja, und auch diese Mission haben wir jetzt geschafft. Es war nicht schön anzusehen, aber Dr. Wu und seine Wissenschaftler haben die Daten, die sie wollten. Also, gut gemacht. Ja, die Mission war, ein Dilophosaurus und ein Velociraptor ausbrüten und gegeneinander kämpfen lassen. Ich verstehe nicht, was die internen Anlagen machen. Sie haben mit Sicherheit genug Daten von den letzten abnormalen Ereignissen auf den Inseln, um zu wissen, wie Dinos kämpfen und sich gegenseitig töten. Und uns. Die haben noch was anderes vor. Ich werde der Sache nachgehen. Mach das. So, das wollte ich eigentlich nur noch beenden. Was haben wir hier? Haben wir jetzt hier was freigeschaltet? Neu. Noch einen besseren Zaun? Oh, einen besseren Stromzaun. Weil die Velociraptoren diesen Stahlzaun, den hauen die durch. Der Elektrozaun war bisher besser, aber jetzt noch verbesserten Elektrozaun. Das ist gut, weil die Velociraptoren und die Dilophosaurus sind einfach nur nervig. Sobald einer stirbt, die nur zu dritt oder zu viert sind, heulen sie rum. Sobald das Essen kaputt mal ausgegangen ist, heulen sie rum. Oder sie haben einfach so mal keinen Bock, weil der Wind weht. Dann, ja, machen sie auch die Gitter kaputt und kommen raus. Also wenn die Velociraptoren nicht rumstecken sind, sind es die Dilophosaurier. Und die Dilophosaurier sind von den beiden noch die ruhigeren. Die machen hier das Spiel so ein bisschen anstrengend. Ja, jetzt haben wir da einen Punkt. Die Mission könnten wir auch quasi schon machen. Hat sie mir letztes Mal angeboten, glaube ich. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Verdammt, die war es nicht. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Ja, das ist, kann ich auch machen, kein Ding. Schade, dann hat sie mir... sie hat mir die angeboten, ich konnte die aber nicht annehmen, weil ich halt für den Sicherheitschef da eine Mission gemacht habe. Schade. Aber die müssen die Sicherheitsebene noch weiter aufarbeiten. Vielleicht kriege ich irgendwann die Mission wieder. Gut. Das wollen wir aber nicht machen. Ich habe letztes Mal gesagt, wir gehen auf die neue Insel und das machen wir jetzt auch. So. Ah ne, da wollen wir auch nicht hin. Ich muss gerade überlegen, wo war das wieder? Ich wechsle so wenig die Inseln gerade. Oder auch die Weltkarte, genau. So, das ist ja der Editor. Isla Nubla. Und das wäre Isla Takano wäre jetzt die nächste. Und dann haben wir noch zwei quasi. Isla Pena. Isla Takano. Ja, gibt es die zweimal? Ah ne, Isla Pena. Hä, ich bin nicht... Ah ne, hier ist Isla Pena. Und hier ist Isla Sorna. Und wir gehen jetzt nach Takano. Takano. Es gibt wieder Mission. Verfügbares Geld. Oh, wir fangen gleich im Minus an. Warte mal. Da machen wir Trick 17. Haben wir gerade ein Bergungsteam irgendwie? Irgendwas? Hier, mach mal. Damit wir da ankommen und gleich durch Fossilien ein bisschen Geld haben. Ja. Gucken wir mal uns die Insel an. Takano. Mama ist sehr böse. Das hat Dr. Ian Malcolm gesagt.
Lecker Kaffee. Auch wenn es draußen warm ist, man kann immer Kaffee trinken. Wissen Sie, es gab ganz in der Nähe einen Freizeitpark, der auf den Überresten eines alten Freizeitparks errichtet wurde. Scheuen Sie keine Kosten, wie Hammond sagen würde. Ein biologisches Reservat. Sie haben vielleicht davon gehört. Zumindest von den Dingen, die nicht geheim sind. Einer Ihrer Vorgänger als Leiter dieser Insel hatte nicht allzu viel Erfolg. Ihnen könnte gelingen, woran er gescheitert ist. Sie müssen einen genauen Plan haben, wie Sie mit dieser Sache Geld machen wollen, damit dieses Unternehmen profitabel wird. Und das wollen Sie. Vertrauen Sie mir. Mhm, das wollen wir. So, Zahlungsunfähigkeit. Wenn Ihr Park zahlungsunfähig ist, müssen Sie mit den vorhandenen Geldmitteln verdienen. Verkaufen Sie unnötige Gebäude, Fossilien und Dinosaurier. So, durch Abschluss von Aufträgen, Fotos und Ranger-Team können zusätzliche Geld verdienen, klar. Wählen Sie im Pausenmenü Insel neu starten, wenn Sie von vorne beginnen wollen. Gut, der Hinweis wird wahrscheinlich nicht umsonst da sein. Erstmal, was ist dieser Riesenkomplex? Ach, das ist so ein Infogebäude. Eine lehrreiche Unterhaltungserfahrung, bei der die Technologie auf die Urgeschichte trifft. Ah, so eine Art Museum. Fettes Gebäude, was haben wir denn hier? Alles Verkaufsstände, Restaurants. Wie laufen die denn überhaupt? Machen wir mit Geld? Verkaufen? Okay. Was ist das überhaupt? Fossiliengebiet. Die Bar? Verkaufen, passt auch. Spielwaren. 2 Dollar verkaufen für 4. Gut. 2 für 4. Ja, kann ja sein, dass es hier vielleicht hier schon was einstellbar ist. Wäre zu einfach gewesen. 4 bis 6. 4 bis 6. Eine Spielhalle gibt es auch. Cool. 2 bis 4. Ja. Wir haben da keinen Strom, wir haben einen Schutzraum, wir haben hier unvollständige Strecke. Die müssen wir bis dahin auch noch fertig bauen. Und dann haben wir, wie sieht die Insel generell aus? Die ist ganz schön klein, oder? Hier, wenn wir jetzt irgendwas mit Wassersaurier hätten, wunderbar. Wunderbare Möglichkeit für Wassersaurier. Es ist ein abgetrennter See quasi. Ehemaliger Vulkan wahrscheinlich. Und da hätte man... Ah, hier könnte man auch noch bauen. Hier ist der Stromgenerator. So, 19 ungenutzter Strom haben wir noch. So, hier wurde ein Gehege angefangen und nicht zu Ende gebaut. Okili dokili. Also erstmal... haben wir kein Geld, scheiße. Wir können nichts bauen. Ja... Ups, das war das Menü. Die haben auch kein Fossiliengebäude. Ah, die sind schlau. Scheiße. Damit nehmen sie uns auch kein... Ja gut, dann müssen wir das tolle Gebäude hier abreißen. Schade. Ich habe gehofft, dass wir das irgendwie stehen lassen können. Kriegen 1,1 Millionen. Zack. Und sind damit wieder aus den Schulden raus. Ich finde aber so den Aufbau gar nicht scheiße. Wie viel kostet... Ach, wir haben kein Geld. Das reicht vorne und hinten nicht, ne? Betriebsgebäude brauche ich gar nicht gucken. Fossilien, das ist... Expedition 400.000, Fossilien 400.000. Und da wir ja keine Saurier haben, gibt es hier einfach kein Geld, ne? Ja, wir machen miese, ich weiß. Wir nehmen den billigsten Zaun. Nee, den billigsten. Eigentlich wäre es gleich gut, einen Fleischfresser ranzuholen, aber ich glaube, mit denen kriegen wir nichts. So, den Keratosaurus vielleicht, aber der ist zu teuer. Wie zu teuer? Scheiße, haben wir schon kein Geld mehr? Nein, zu teuer. Baukosten sind zu teuer.
Ich will doch nur um die Ecke bauen, das reicht nicht mehr. Oh, ach, fuck. Scheiße. Die Spielhalle bleibt stehen, Souvenirladen. Der steht da auch super. Was kriege ich, wenn ich einen Schutzraum abreiße? Ist das denn alles? Das können wir auch gebrauchen. Also da kommen auf jeden Fall unsere Gäste. Die können, das reißen wir nicht ab. Nein, das will ich eigentlich auch nicht abreißen. Ja, was haben wir hier? Ne, dieses Gebäude kann ich noch gar nicht bauen. Das bleibt. Was war das? Die Bar bleibt auch. Fastfood, Spielwaren. Ja, Spielwaren muss weg. So. Hätte ich vielleicht kleiner gebaut, hätte man das gar nicht doch. Wir hätten dann eh Strom haben müssen. Wir brauchen nämlich jetzt Ihmchen hier. Der hat hier keinen Saft. Und den bauen wir dann irgendwie auch so, dass wir den vielleicht noch anderweitig nutzen können. So. Immer noch keinen Saft. Oh, wo ist denn der Stromgenerator? Da hinten kein Strom. Umspannwerk. Der war jetzt hier hinten am Arsch der Welt, ne? Saft, 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 Saft. Das heißt, wir brauchen doch quasi... Geh mal weg. Von Ihmchen. Mit den daher. Können wir den vielleicht dahin schubsen? Hier so hin. Zu teuer, zu teuer. So, haben wir. Jetzt haben wir Saft. Wir haben 30.000. Das ist ein Witz, ne? Das kriegen wir für 30.000. Ach, es ist echt nur dieser komische, kleine... Ja. Schön. Und wenn der jetzt fehlschlägt, ne? Dann drehe ich am Rad. Ach, wir haben noch nichts zum nichts gebaut, was, womit er futtern kann. Schitte, schitte, schitte. Na gut, die restliche Bahnstrecke, da könnte man ja noch lassen. Die ist auch gar nicht fertig gebaut. Hm. Vielleicht reißen wir die auch nochmal ab. Was? Nur 150.000? Nee, komm. Das hat nicht gelohnt. Dann... Schutzraum. So, Dino kann freigelassen werden. Ja, warte. Ach, wir haben kein Ranger-Team, ne? Haben wir auch nicht. Ja, wir haben hier gar nichts. Aber ein bisschen Futter braucht er. Oh, ey, kostet schon 150. Hoffentlich habe ich es richtig gebaut. Ja. So, freilassen. Ach, bring mal Geld nach Hause hier. Ich glaube, der einzelne Dinosaurier wird echt kein Magnet werden, oder? Es kommen keine Besucher. Fahrt nicht weg. Komm wieder. Bring eine Schippe Besucher mit. Zahlungswillige Gäste, bitte. Ein Saurier. Ein Triceratops, der würde vielleicht Besucher reinbringen. Der kostet $230.000. Das heißt, wir müssen uns wieder von ein, zwei Gebäuden verabschieden. Oh, da sind ja Gäste, sehe ich gerade. Was kriegen wir, wenn wir den laden? 90.000. 127 klingt schon besser. Aber ein bisschen Fastfood brauchen wir ja. Spielladen und so, das kann ich nicht, weil ich habe das
Ich hab den Gebäudetyp nicht, den will ich behalten. Ah, lecker Kaffee. Aber den reißen wir schon mal weg, den Fastfood-Laden. Sind wir bei 160.000. Ich glaube, du bist jetzt auch nicht so der Hit, ne? Warte mal. Grundbewertung, ja, es ist einfach kein interessanter Pflanzenfresser. Was war denn der Edmund von der Bewertung? 21, er hat hier 9. Der hat 22. 37, aber ist zu teuer. 53, extrem zu teuer. Auch zu teuer, 32. 39, ja, der kostet 230.000, ich lag richtig. Also der wäre nice. Der wäre nice. Wir machen ja schon mal Plus, aber leider, was sie an dem Spiel nicht bedacht haben, einfach mal so, dass man vorspulen könnte, quasi. Jetzt habe ich hier nichts zu tun. Eigentlich müssten wir jetzt warten, bis wir 230.000 Dollar haben. So, da kann ich in der Zeit erstmal Brötchen kaufen oder kurz mal zum Kiosk gehen, um die Ecke. Das ist irgendwie unschön. Da muss eine schnellere Lösung her. Können wir Missionen annehmen? Es gibt einen neuen Job und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Ja, das kann ich machen. Das ist easy peasy. Und dann kriegen wir erstmal keinen? Okay. Also, da wir ja keinen Fleischfresser haben, können die ja nicht von Fleischfressern umgebracht werden. Und wir planen ja auch nicht, Fleischfresser zu bauen erstmal. Und wenn ich Fleischfresser baue, dann erstmal Keratosaurus. Velociraptor und Dilophosaurus sind einfach zu nervend. Aber irgendwie ist der Park auch so klein, irgendwie. Also hier könnte man vielleicht 2 Gehege machen, dann war's das, ist voll. Hier vielleicht nochmal einen, die Straße wegschmeißen. Aber dann kommen noch die ganzen Service-Sachen, die kommen ja auch noch. Wie groß ist jetzt die andere Seite hiervon? Wo kann ich da bauen? Bis da am Rand. Also hier passt auf jeden Fall kein Gehege mehr. Hier könnte ich 1-2 Servicegebäude bauen. Und das wird hier auch recht schmal. Auf jeden Fall würde ich hier ein Gehege bauen, auch wenn es schmal ist. Aber halt diese Stromgeschichte ist halt doof gebaut. Die muss ich dann halt nochmal umbauen. Das kostet auch wieder Geld. Ich würde erstmal sagen, wir machen 1-2 Triceratops. 1-2 von diesen anderen Viechern. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Brüten Sie ein. Ja, auch das kann ich sehr gebrauchen. Komm, weil wir 2 Missionen haben, brüten wir nochmal von diesem kleinen Strutimus oder Strutiminus, egal. Von den kleinen Viechern, die ich nicht mag. Hauen wir da auch nochmal einen raus. Dann ist der andere vielleicht nicht so einsam. Aber dann, wenn wir jetzt den ersten Triceratops ausgebrütet haben, müssen wir als nächstes eine Ranger-Station bauen. Unbedingt, weil wenn die Viecher Hunger haben, dann kann ja nur der Ranger sie füttern. Der kostet 400.000, war es, ne? Es ist so schwachsinnig, ey. Das ist ein Servicegebäude. Also beim Forschung und Fossilien, dass die viel kosten und Expedition kann ich mitgehen, aber Ranger-Station. So, kann freigelassen werden. Dafür schulde ich Ihnen was. Versprochen. Ja. Herr mit dem Moos. Jetzt machen wir schon mal 6.500 die Stunde. Und ein Tricera. Top. Rücken wir auch nochmal aus. Boah, dann sieht's doch schon mal langsam. Es geht bergauf. Es geht bergauf. Kostet das Abreißen auch Geld?
Wer auch hier das hier gebaut hat. Naja gut, da könnte man vielleicht doch irgendwas hinbauen, aber was? Können wir das andere große Gebäude... Nee, es ist noch gesperrt. Wo ich immer das freischalte. Endlich auf dieser Insel. Weil es sieht groß aus. Ja. Ist ja auch aus dem Film, ne? Aus den neueren. So. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch eine Mission annehmen können. Unterhaltung will immer Fleischfresser. Die lasse ich erstmal weg. Wir gehen nochmal auf Thema Sicherheit. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Oh, sorgen Sie dafür, dass 60% dieser Insel von Sturmabwehrstationen abgedeckt sind. Ey, die Dinger kosten da auch wieder ein Schweinegeld. ...40.000? 100.000. Und kosten auch noch Strom. Hm. Aber so viel Strom haben wir auch gar nicht, ne? Noch 20 haben wir übrig. Hm. Ja gut, einen könnten wir hier hinsetzen. Einer muss hier irgendwo mit hin. Hier hinter so ein Gebäude oder so. Das ist da nicht so auffällig. Oder hier kriegen wir wahrscheinlich noch viele mit. So, Dino kann freigelassen werden. Jawohl. Unser erster Triceratops auf Takano oder wie die Insel hier hieß. Ich nenne die Insel einfach Taco-Insel. Ja, hübsch bist du, Kleiner. Hübsch. Ja, los. Genau, ab zum Wasser. Schubst die anderen weg, ich mag die nicht. Na, da haben sie ja mal einen Volltreffer gelandet. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Dann bauen wir mal so ein Sturmabwehr. Oh, das ist doch Reichweite, ist doch größer als ich dachte. Vielleicht schaffen wir die Mission schon damit quasi. Oh, nee. Ich nehme das hier noch mit. Auf jeden Fall mehr Gäste, ist schon mal toll. So, ja. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wie fühlt ihr denn euch? Bestand, sozial, alles okay, er meckert nicht. Ist doch schön. Diesen Auftrag haben wir eingesagt. Dafür müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Na, super. Sturmabwehr haben wir hinter uns. Nochmal 1000. Mhm. Gut, wir brauchen mehr Geld. Mehr Geld, mehr Mission. Was hast du? Ich möchte den Auftrag annehmen, was impliziert, dass Sie das auch wollen. Bauen, richtig? Verbinden Sie und mit Strom versorgen ein Expeditionszentrum. Ja. Mache ich liebend gern. Aber vorher baue ich eine Ranger-Station. Können wir noch eine Mission annehmen? Weniger als in einer Minute die nächste. Also die Mission kann man natürlich easy abschließen, aber um das Gebäude zu bauen, brauchen wir 400.000. Dann haben wir da erstmal ein Gebäude, womit wir, ja, Dino-Fossilien besorgen können, aber noch nicht verkaufen oder bearbeiten. Macht für mich noch keinen Sinn. Ich würde doch eher erstmal ein Ranger-Team bauen wollen. Und da fehlen uns noch 100.000. Und ich hoffe, in einer Minute gibt es eine bessere Mission, wie wir an Geld kommen. Wie wäre es mit, bauen Sie ein Fastfood-Restaurant? Das wäre ganz gut. Platz haben wir dazu, Strom haben wir auch. Hm.
Ich habe mir schon gedacht, dass das irgendeine nervige Mission wird. Oder nervig nicht, aber... Die ist zwar als anspruchsvoll, weil wir kein Geld haben und gucken, wie wir mit dem Geld umgehen und... aber so richtig interessant ist sie noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, wie lange reicht denn unser Essen noch? Weil um das einmal aufzufüllen, kostet bestimmt auch wieder 100.000. Reserve haben wir noch 8. Wenn wir jetzt noch mal einen Triceratops und noch einen von diesen anderen Viecher da rausholen, dann geht das natürlich weg wie warme Semmel. Das Futter. So, jetzt gucke ich mir noch mal die Gebäude an. Das Gebäude kann ich glaube ich noch nicht bauen. Das Healing-Gebiet. Sieht cool aus. Graben Sie die Vergangenheit in einem interaktiven Museum aus, das Gäste Zufriedenheit bietet. Die Preise und das Personal können an die Gegebenheiten des Parks angepasst werden. Mhm. Boah, 26 Dollar für ein Museum. Ganz schön krass. Eine Bar passt irgendwie nicht rein, finde ich. Aber warum nicht? Dinobräu. Dinofraß. Wollen hier im Dinobräu. Verkaufen es aber ein bisschen für 18. So. Ist das ein Kleiderladen? Also ich finde das Gebäudedesign ganz nett eigentlich. Das finde ich ganz gut. Hätte ich auch mal machen sollen. Einfach so Gebäude nebeneinander und einfach diese Straßen verbinden. Dann sieht das so aus wie eine Fläche. Hätte ich auch mal machen können. Ist das Souvenirladen? Habe ich nicht selten so angeguckt, aber cool. Ah ja, das war ja hier Arcade, Spielhalle. Ah, die Fenster sehen so aus wie aus den 50ern, 60ern. Erinnere mich irgendwie gerade daran, aber na gut. Ja, aber wie Gebäudedesign finde ich ganz toll von dem Spiel. So, jetzt haben wir 400.000. Mensch. Oder machen wir doch erstmal Fossilien? Können wir einen Trick anwenden? Dann können wir einen Trick anwenden. Und zwar, dass wir die Fossilien beauftragen von einer anderen Insel, dass sie gesucht werden. Und auf dieser verkaufen wir sie oder brüten wir sie aus. Aber wir machen erstmal Ranger Team. Ach, Ranger Station. So. Da ja das der Mittelteil ist, wäre es ja ganz praktisch, wenn wir den einfach auch in den Mittelteil bauen. Ich gucke nur, wo man den am besten irgendwie hinbauen könnte. Boah, hier ist er edel. Könnte man hier auch noch ein bisschen Betriebsgebäude bauen? Das machen wir. So, brauche ich kaum Straße bauen. Und hier kommt aber eine Keratosaurier hin. Ich werde dann auch wieder organisieren, dass Klaus von einer Insel zur anderen transportiert wird. Dass wir auch Klaus hier wieder haben. Der muss immer dabei sein. Oh! Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie. Ein kleiner Pflanzenfresser für 125.000. Damit sich das rechnet, kann es ja nur hier dieser kleine sein. Dieser kleine Saurier, der nicht lange lebt. Ich habe das im ersten Level gehabt. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie weit wir die DNA erforscht haben. Aber diesen Reihe nach, ich habe mir von den 5 Stück ausbrüten lassen. Und einer nach dem anderen tot. 2 Minuten später der nächste tot. Tot. Darum. Aber sie sind halt günstig, ne? Und man nimmt erstmal das, was man kriegt. Günstige Saurier. So.
Und ich glaube, wenn wir die haben, die Mission, dann können wir ja quasi einen Triceratops ausbrüten. Dino kann freigelassen werden. Oh ja. Mit dem, was Sie erreicht haben, können wir unsere Arbeit hier in der Wissenschaftsabteilung weiterentwickeln. Ich weiß. Das läuft. Großes Umspannwerk. Hier ist eine Belohnung. Zum Dank für Ihre Errungenschaften auf Isla Tacaño. Was? Wie spricht man das aus? Islander Tacaño? Es ist einfach die Taco-Insel. Taco. Vielleicht kommt dann auch Deadpool mal vorbei. Taco. So, Triceratops. So, brüte dich aus, Dino. Das ist eigentlich auch noch sehr risikohoch hier. Normalerweise mache ich ja immer diese Verbesserung. Die kosten gerade auch Geld und Strom. Lassen wir das einfach mal. Am Anfang. Meistens hatte ich das Problem auch auf der anderen Insel mit Velociraptoren. Die kosten halt 600.000, dann hat man eine Mission, dass man die DNA doch bitte bei den Velociraptoren verändern sollte. Und dann machst du das, dann kostet der rein zufällig $700.000 und dann die ersten drei sterben. Obwohl man diese Verbesserung drin hatte. Die hatte ich drin, der Erfolgsrate, und trotzdem sind mir zwei, drei Velociraptoren verreckt. Das ging ins Geld. So, Strom. Umspannwerk. Transformiert Strom für die Verwendung durch Gebäude in der Nähe. Versorgt ein großes Gebiet mit Strom. Muss mittels Masten und Kraftwerk angeschlossen werden. Ja, was ist jetzt der Unterschied? Gucken wir mal. Der macht so einen Kreis. Netz. Und der andere macht einen viel größeren Kreis. Okay. Der ist definitiv besser. Gefällt mir. Ist auch gerade besser, wenn man jetzt wieder ein Velociraptor-Gehege hat. Dann hat man gleich einen größeren Bereich. Schön. Gibt es da einen Kostenunterschied? 50.000, 20.000. Aber es geht noch. Das ist okay. Dino kann freigelassen werden. Jawoll. Da kommt der zweite Triceratops. Ist das nicht schön? Ja, du bist ganz süßer. Ja. Es geht bergauf. So. Ich würde das Gehege eigentlich schon so lassen, wie es ist. Mehr braucht da jetzt nicht rumwühlen. Die müssten jetzt eigentlich glücklich sein, ne? Bestand, sozial, ist okay. Die anderen sind ja auch leicht zufriedenzustellen. Ich würde sagen, das Gehege ist so fertig, lassen wir so. Wir haben große Saurier, kleine Saurier, passt. Das nächste Gehege bauen wir dann quasi von der Seite. Wir können auch so eine Straße hier so lang machen. Genau, und dann bauen wir das auch ungefähr bis diese Richtung. Bloß machen wir das dann. Ach, da muss ich auch gleich so ein Hermit-Entwicklungslabor bauen. Oder ich kette das hier noch ein, ich muss mal gucken. Auf jeden Fall habt ihr das Problem auf dieser Insel erkannt. Aber auch diese Insel ist wieder nicht so groß. Ich glaube, hier diese Einschienenbahn könnte man, oder ist hier doch interessanter als auf der anderen Insel, weil man halt nur drei Punkte hat, drei Flächen, wo man quasi bauen kann. Das ist Fläche 1, dann haben wir hier die mittlere Fläche und hier können wir schon die Einschienenbahn quasi verwenden. Dann würde ich quasi die jetzt weiterbauen. Hier nochmal und hier auch nochmal ein Gehege. Hier könnte, oder vielleicht zwei Gehege bauen. Und das auf jeden Fall mit der Einschienenbahn. Wie könnte ich das mit der dritten machen? Wo könnte ich denn die hinballern? Dritte Einschienenbahn, wie kann man die verknüpfen? Ach komm. Das ist alles nur eine Sache, das kann sich später klären. Ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Auch wenn die Mission nicht so spannend ist. Genau. Aber... Und die anderen Läden müssen wir auch mal wieder aufbauen. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von Jurassic World Evolution, lasst es mich wissen. Ab in die Kommentare. Wenn ihr mich mögt, wenn ihr mehr sehen wollt, schließt am besten gleich ein Abo ab.
Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr wisst Wetter. Geh weg.